7 Fragen an. Eine Schauspielerin. Ich bin Carola von Seckendorf und ich bin jetzt hier seit 1996 hier am Theater Münster als Schauspielerin angestellt und arbeite aber auch frei als Regisseurin und habe ein eigenes Label, das Freifrau heißt. Während der Schule wollte ich noch gar nicht Schauspielerin werden, sondern eher wie mein Vater wollte ich mich in Richtung bildende Kunst bewegen und habe aber von meinen Großeltern zum Abitur 10.000 Mark, damals wahnsinnig viel Geld geschenkt bekommen und habe in Frankfurt, wo ich auch auf die Schule gegangen bin, eine Pantomime-Ausbildung gemacht, 1,5 Jahre. Und da habe ich gedacht, das möchte ich machen, aber mit Sprache. Und dann habe ich diese Tour gemacht durch die verschiedenen Schauspielschulen und bin dann gelandet in Hamburg beim Hamburger Schauspielstudio. Da habe ich dann aber nach 1 Jahr aufgehört, weil mir das dort nicht gefallen hat. Dann habe ich nochmal eine Runde gemacht und habe eine paritätische Prüfung gemacht, die sagten, machen Sie das weiter. Habe Schauspielern vorgesprochen, die sagten, mach weiter. Dann bin ich in Köln am Theater der Keller gelandet und habe dort meine Ausbildung gemacht. Und je mehr ich mich darum bemüht habe, desto mehr wollte ich das dann. Und finde jetzt, das ist genau der richtige Beruf für mich. Mein aktuell bestes Erlebnis ist tatsächlich das Projekt, was wir letztes Jahr hier in Münster gemacht haben, 24 Stunden Münster, wo wir theaterübergreifend mit der freien Szene ein 24-stündiges Theater-Event, das durch die ganzen Theaterhäuser gewandert ist, entwickelt haben und gezeigt haben. Und das war das größte, zu nahegehendste Erlebnis, was ich bisher hatte. Erinnerungen an ein Missgeschehen, das sind natürlich die schlimmsten Hänger. Das war, fällt mir jetzt spontan ein, ich war an der Landesbühne Dienstlaken engagiert und da spielte ich Iphigenie in Freilicht, in irgend so einem Landgasthof auf dem Hof. Es war gerade Zeit des Intendantenwechsels, es kam ein neuer Intendant und der sah sich also diese Vorstellung an. Ich war wahnsinnig aufgeregt, weil wir das lange nicht mehr gespielt hatten, in diesem Raum, der überhaupt nichts mit Iphigenie zu tun hat. Und dort habe ich am Schluss, muss ich erzählen, wer ich bin, meinem Bruder Orest, mich zu erkennen geben und ihm erzählen, die ganze Vorgeschichte erzählen und mir fiel das alles nicht mehr ein. Thoas musste ich das erzählen, wer das mein Bruder ist und wie das alles zustande gekommen ist. Und dort hatte ich einen Hänger, in der Landesbühne hatten wir keinen Souffleur, keine Souffleuse und ich kam einfach nicht drauf, ich hatte nicht die Souveränität abzugehen, mir meinen Text zu holen und habe dann nur noch mich weinend in den dicken Pelz Kragen des Thoas vergraben und habe mich zutiefst in den Boden geschämt. Das war das Schlimmste. Wie sieht das mit dem Gehalt aus? Also ich bin jetzt hier am Stadttheater Münster im Verhältnis zu Schauspielkollegen, die frei arbeiten, noch verhältnismäßig gut bezahlt. Aber es ist einfach viel, viel zu wenig, wenn man sich die Tabellen anguckt, wie es ist einfach nicht genug, um damit zum Beispiel eine Familie zu ernähren und in Urlaub fahren zu können. Und ich muss, obwohl ich hier ein festes Gehalt habe, obwohl ich schon 30 Jahre am Theater bin, ich muss dazu verdienen, damit ich halbwegs meinen Lebensstandard halte, der nicht besonders luxusheischend ist. Film hat mich nie interessiert. Ich mag am Theater, wenn ich eine tolle Rolle bekäme, ja. Auf keinen Fall würde ich jemals irgendwie so eine Soap machen wollen für mal die schnelle Mark oder den schnellen Euro, ja. Aber das ist überhaupt nicht mein Traum, zum Film zu gehen, sondern ich liebe am Theater das Unmittelbare, das Leben im Augenblick und das immer wieder neu herstellen müssen. Und deswegen ist eigentlich meine Zukunftsaussicht, immer mehr solche Projekte zu machen, wo die Beteiligten eigenverantwortlich an einem Thema arbeiten, die Teamarbeit, das weiterzumachen, was ich vom Herzen aus liebe, solche Projekte wie 24 Stunden Münster. Und das zu vereinen mit schönen Rollen hier am Theater, das wäre mein Traum, so möchte ich das
weitermachen. Habe ich Tipps für angehende Schauspieler? Also wenn man nicht so ganz genau weiß, ob man es machen soll oder nicht, würde ich immer davon abraten, weil es wird nicht besser, die Stellen werden immer weniger. Aber wenn man das in sich hat und spürt, ich habe diese Leidenschaft, ich kann das, ich muss das machen, dann durchbeißen und das machen. Das machen, wenn einem das im Blut liegt. Sonst probieren, sich zusammentun mit Schauspielern, anderen Schauspielern vorsprechen, sich Tipps geben lassen und einfach spielen. Unbedingt. Also ich kann mir, da ich jetzt heute immer noch hier bin und immer noch Neues entdecke und immer noch weitermachen will, es ist für mich ein Beruf, wo das Lernen niemals aufhört und das Wachsen niemals aufhört. Deswegen kann ich mir kein anderes Leben vorstellen.